reingerollt. Ah. Ihr lieben Maker, nein. Nee, keine Angst, der Voron ist nicht kaputt. Also noch nicht. Es kann natürlich sein, dass er kaputt geht. Das weiß ich nicht. Aber ich gebe mir Mühe, es nicht zu tun. Nein, ich habe ein Upgrade für ihn. Und zwar habe ich mir endlich mal die Egos Kabelketten besorgt. Oh, genau gesagt, das hier ist die für die Z-Achse und zweimal die X- bzw. Y-Achse. Und habe natürlich auch entsprechend schon mal die ersten Teile gedruckt. Hier schon mal was selbstdesignt, weil es für den 2.4 leider nicht so viele Adapter gibt für die Egos-Kette. Zumindest habe ich keine gefunden. Wenn ihr welche kennt, schreibt es mal unten in die Videobeschreibung rein. Ich habe mir jetzt hier einfach einen kleinen Adapter selbst gebaut. Das war recht einfach. Ich habe einfach das Teil genommen, was da schon montiert ist, wo die Kabelkette schon dranhängt und habe das entsprechend angepasst für das hier. Genau. Legen wir auch gleich mal los, würde ich sagen, und bauen mal die erste Kette ein. Wir sehen uns gleich wieder. Anything to the table, bro. I'm not your son, see, I'm able. I do my own bits, limited edition, no submissing classic shit. I know that you're feeling it. Feel mad, cold nights feel heavy. Same place going in the heart of the city. Nitty gritty feels iffy, and the eyes feel shifty. The shit we're in, yo, it's all mad risky. So, jetzt seht ihr, der Drucker ist fertig. Es hat fast doch eine Woche gedauert, bis ich ihn fertig hatte. Warum und wie er dann ist, sage ich euch gleich, aber erstmal möchte ich noch was loswerden, was mir am Herzen liegt. Inzwischen haben wir es geschafft, 2000 Abonnenten zu erreichen. Und das freut mich echt tierisch, von daher vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da bin ich echt fast wieder durch die Decke gegangen, genauso wie bei den 1000. Und ich werde wahrscheinlich bei den 3000 und vielleicht auch bei 10.000 irgendwann mal genauso durch die Decke gehen. Einfach, weil es mich tierisch freut, dass euch meine Videos gefallen und dass ihr den Kanal abonniert. Von daher, vielen lieben Dank. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, den Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich verspreche, dass ich, soweit ich kann, soweit es mir möglich ist, die Qualität der Videos so halte wie aktuell. Gut, genug gesülzt, jetzt gehen wir mal auf den Drucker ein. Warum hat der eine Woche gedauert, bis er denn fertig war? Ne, ganz einfach. Ich war schuld, ich habe was Falsches bestellt. Ich habe das hier bestellt. Ich weiß nicht, es sind glaube ich 12 oder 16 mm Kabelschläuche im Durchmesser. Und natürlich auch, wie man sieht, ja, nicht gerade sehr schöne Kabelschläuche, muss ich echt sagen. Klar, man kann die für irgendwas verwenden, aber ich verwende sie nicht für den Voron, weil die sind mir einfach viel zu steif, die Dinger. Die haben nicht wirklich gute Neigungseigenschaften und sie passen nicht in die Kabelkette rein. Also habe ich neu bestellt. Das sind die hier. Fertig hatte ich den Drucker eigentlich letzte Woche Mittwoch schon. Und habe dann aber nochmal mich entschlossen, euch nicht einen halbfertigen Drucker zu zeigen, sondern ich wollte natürlich, dass der Drucker komplett fertig da steht. Und habe nochmal Kabelschläuche bestellt, die jetzt 8 mm dick sind und natürlich jetzt hier... Ja, die gehen auch wieder auf, aber die sind wesentlich weicher und wesentlich biegsamer. Von daher, und natürlich auch wesentlich geringer vom Geräuschfaktor her, ja, als jetzt die ursprünglichen hier, die immer schön geknarzt und geächtzt haben oder sowas in Richtung, oder gekratzt haben, keine Ahnung. Und die hier. Die hier sind jetzt selbstschließend, die alten waren es nicht. Das heißt, also ich habe am Anfang erst die Kabel durchgelegt, habe dann am Schluss nochmal so ein bisschen Isoliertape drum gemacht. Es sah auch nicht schön aus mit der Zeit. Das hier sind jetzt entsprechend selbstschließende, das heißt, ich kann die jederzeit wieder ab und wieder dran machen, auch ohne den kompletten Kabelbaumraum auszureißen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung.
kauft euch lieber sowas hier in der Richtung, ist, glaube ich, sinnvoller als jetzt irgendwie hier sowas vorfertiges, geschlossenes Gewebeband, was noch so aus Nylon ist oder so in Richtung, macht keinen Sinn. Genau, dann die Kabelketten. Genial, muss ich sagen. Also, ja, ich hätte mir, ich weiß, es werden wieder einige Leute auf dem Discord schreien, so, hab ich dir doch gesagt? Ja, habt ihr mir gesagt. Ja, ich wollte nicht hören, ich wollte es unbedingt mal den Schmerz erfahren, ja, ich wollte den Fehler machen und wollte lernen. Nein, ganz ehrlich, ich habe auch nicht erstmal dran gedacht, wirklich für den 2.4er das Ganze zu machen. Zumal ich sagen muss, die Aufnahmepunkte, die ich jetzt für die Kabelkette von Egos entsprechend gefunden habe, sind alle in irgendeiner Art und Weise für den 2.4er. Das heißt also nicht für den 2.2er wie den hier. Ich habe mir jetzt klar natürlich hier von der X auf die Y-Achse entsprechend einen Teil vom 2.4er geklaut, damit ich die hier montieren kann. Und auch unten an der Z-Achse am Rahmen entsprechend die Befestigung habe ich mir vom 2.4er geklaut. Aber ich konnte die Kette nicht einfach so out of the box mit den Teilen, die ich jetzt gefunden hatte, an der X-Achse am Druckkopf hinten befestigen und auch nicht an der Z-Achse an der Gantry. Ich habe gesucht, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blind, ihr könnt mich ja gerne in den Kommentaren berichtigen, aber ich habe keine Dinger gefunden, keine Druckobjekte gefunden, mit denen ich das machen könnte. Vielleicht gibt es auch Thingiverse, aber ich habe gedacht, okay, bevor ich jetzt eine Stunde suche, designe ich mir lieber welche in der Stunde selbst und druck die selbst und teile sie dann mit euch, damit ihr den Pain nicht habt. Deswegen, ich habe einfach in der Hinsicht die Aufnahmen am Druckkopf und hinten an der Z-Achse, an der Gantry, entsprechend vom 2.2er geklaut, wo die selbstgedruckte Kette dran ist und habe die einfach so umgebaut, dass jetzt die Egos Aufnahmepunkte entsprechend dran passen und das funktioniert richtig gut. Ihr seht, ich habe auch noch ein bisschen was von der Egos Kette übrig, weil ich die nicht ganz verbauen musste. Auch von der Z-Kette habe ich noch ein bisschen was übrig, so ein, zwei Elemente, ganz einfach, weil sie sonst zu lang gewesen wäre. Und ich muss sagen, ja, funktioniert richtig gut. Ist auch mittlerweile richtig schön leise. Die selbstgedruckte knatzt ja immer so ein bisschen und auch noch mit dem Kabelschlauch, ohne den jetzt wirklich runterzumachen. Der ist an sich eigentlich ganz gut, aber es knarzt halt immer ein bisschen und es gibt immer so eine kleine Geräuschentwicklung. Die ist jetzt, glaube ich, so gut wie es geht eingedämmt. Ja, Montage ist eigentlich ganz einfach. Ich demonstriere es ja mal hier mit meinem Schraubendreher. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, auch zu den anderen Schraubendreher, die ich normalerweise verwende, beziehungsweise zu den Imbusschlüsseln, damit ihr auch mal wisst, mit welchem Werkzeug ich hier arbeite. Und ich mache jetzt hier einfach mal sowas auf und dann seht ihr, ist hier so ein kleines Türchen drin. Da liegt auch normalerweise ein Öffnerwerkzeug dabei, also so ein orangenes Plastikteil, mit dem ihr einfach einmal durchfahrt durch die Kette. Ich blende euch mal ein Video ein, wie das dann aussieht. Und dann könnt ihr die Kette einfach nach oben hin öffnen. Klar, die kann in beide Richtungen sich öffnen. Das heißt, es kann sein, dass die eine Hälfte nach links, die andere nach rechts öffnet. Dann ist das halt so. Das ist nicht wirklich tragisch. Es ist bei der Montage ein bisschen nervig, wenn sie sich unterschiedlich öffnen, aber ansonsten kein Problem. So, dann machen wir hier nochmal. Da seht ihr schon, eins öffnet sich nach rechts von mir aus gesehen und zwei öffnen sich nach links von mir aus gesehen. Und da könnt ihr die Kabel einfach reinlegen und dann zumachen. Passt, funktioniert einwandfrei. Ist wirklich total easy, die dann zu montieren. Ihr müsst nur aufpassen, deswegen habe ich hier noch ein paar Elemente übrig. Bei mir hat es hier eine X-Achse dann einfach so weit übergestanden, dass es hier hinten gegen die Scheibe geknallt ist und dann irgendwie sich vergraddelt hat. Das war nicht gut. Zu kurz ist auch nicht gut, weil dann verhakelt sich es auch irgendwie ein bisschen. Und das gleiche war bei der Y-Achse, da ist es dann halt in den Belt von der Gantry vorne reingefahren. Das ist natürlich auch nicht sinnvoll. Da habe ich es dann auch so gekürzt, dass es halt gerade so passt. Dass es halt nicht reinfährt und den nicht irgendwie wegdrückt. Aber ich muss sagen, es passt soweit. Und dann, last but not least, ihr habt es ja auch gesagt, ihr wollt es mal gerne sehen, wie es denn live verbaut ist. Und ich weiß, es ist noch nicht die richtige Farbe, denn das Gehäuse ist noch das Gehäuse für den 2.4-300er, der da drüben steht, noch nicht montiert ist, weil ich gerade dabei bin, die Teile dafür zu drucken. Ihr wolltet sehen, wie die Kamera aussieht und ob die denn funktioniert und wie sie denn funktioniert. Und ich muss echt sagen, Punktlandung funktioniert geil. Ihr seht, ich habe sie hier hinten verbaut, da, ne? Man sieht es gerade nicht, ich blende mal ein paar Bilder ein. Das Kabel reicht beim 250er gerade so. Ja, also wenn man ein Auge zudrückt und sagt, okay, man geht hier unten an diesem einen Loch, wo die Kabel nach unten gehen von der Z-Achse, von da aus straight away, wie ich es jetzt gemacht habe, an den Raspberry Pi hinten in der Ecke. Klar, wenn man den Pi irgendwo anders verbaut, wird es wahrscheinlich einfacher gehen. Aber bei mir hat es gerade so gereicht, dass ich einmal das Kabel quer durch den Raum gelegt habe und dann entsprechend, ohne es verlängern zu müssen, an den Pi gekommen bin. Das geht, das funktioniert. Das werde ich auch erstmal so lassen, weil es soweit in Ordnung ist.
Und die Kamera habe ich dann so ausgerichtet, dass ich quasi mitten aufs Druckbett bzw. in die Mitte vom Druckbett auf die Höhe von dem aktuell gedruckten Layer gucken kann. Und das funktioniert echt geil. Also ich habe mir schon gedacht, dass es so geil funktioniert. Vor allen Dingen, die Gantry fährt halt hoch und die Kamera fährt mit. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Druckkopf irgendwie, wenn man die Kamera hier vorne montiert hat, wie die vorherige, dass der Druckkopf beim Quad Gantry Level oder bei der Height Map entsprechend dann reinfährt. Das funktioniert einfach nicht mehr, weil die Kamera sitzt so weit hinten. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass irgendwie alle Bells reißen und die ganze Gantry nach unten knallt. Und selbst dann ist der Druckkopf noch im Weg, der das Ganze noch ein bisschen nach oben hält. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo was im Weg ist, dass der Kamera in den Weg reinkommen kann, ist nicht gegeben. Ja, also ich habe da echt mal getestet und geguckt. Da ist nicht wirklich, da ist noch so viel Platz eigentlich zwischen der Aufnahme von der Schleppkette zur Kamera, wenn das ganze Ding runtergefahren ist und entsprechend anfängt sich zu homen, da ist noch so viel Platz dazwischen, also das ist total entspannt und die Position ist, glaube ich, mit die geilste hier hinten an der Gantry, also genau hier hinten hängt sie. Das freut mich echt tierig, das freut mich echt tierig, ja. Was habe ich noch gemacht? Weil ich die Kamera verbaut habe, habe ich gedacht, okay, ich habe beim letzten Mal hin und her, als ich ein bisschen was dran gebaut habe, habe ich den Belt hier hinten ausgetauscht, hier den XY-Belt, ja, an der Gantry, weil der an der Stelle gescheuert hat und das dann dazu geführt hat, dass die Drucke vielleicht ein bisschen scheiße waren. Dann habe ich den komplett ausgetauscht und habe die Stelle, die dann gescheuert hat, beim letzten Mal schon behoben, den Belt auch schon ausgetauscht und dabei habe ich mir oben am Licht irgendwas kaputt gemacht. Genauer gesagt, am Stecker habe ich dann gestern rausgefunden. Da war ein Pin dann lose, weil ich das zu oft raus und wieder rein. Und diesen Pin habe ich dann entsprechend jetzt wieder richtig reingesteckt, richtig befestigt. Und damit ich das schneller erkenne, habe ich dann auch wieder diesen Kabelschlauch entsprechend genommen und habe den dann so geschnitten, dass der Stecker quasi frei ist und ich relativ schnell mal gucken kann, ist da nochmal ein Pin lose oder nicht. Einfach nur, um sicher zu gehen, falls die LED-Leiste oben mal wieder nicht geht, dass ich genau schnell prüfen kann, ist es an der Stelle oder ist es vielleicht irgendwo anders. Genau, that's it. Der Umbau funktioniert. Ich habe ihn auch gestern schon mal so ein bisschen laufen lassen. Ich habe jetzt noch kein Druckbett drauf. Das habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Ich werde ihn jetzt gleich mal in die Ecke hinten runterstellen. Auch mit meinem Wehenkreuz. Und werde ihn dann mal laufen lassen. Und werde euch auch dann gerne entsprechend informieren, wie das alles funktioniert, ob das alles funktioniert und wie gut die Drucke aussehen. Das werdet ihr spätestens beim Voron Zero Video sehen. Ja, das hoffentlich bald kommt, weil ich jetzt endlich wieder weiter drucken kann. Ja, ich weiß. Ich habe es nicht lassen können. Ich musste unbedingt entsprechend erstmal den Umbau auf die Egos-Ketten machen, bevor ich die fertigen Teile vom Zero entsprechend dann noch fertig drucke. Nee, nicht die fertigen Teile vom Zero, die letzten Teile vom Zero fertig drucke. Weil dort fehlen mir nämlich noch entsprechend von der Haube in Pink noch ein paar Teile und vom Pocket Watch fehlen mir noch zwei Teile. Die muss ich auch nochmal drucken und dann ist es endlich soweit. Dann baue ich den endlich mal zusammen und dann gucken wir, dass wir den mal zum Laufen kriegen. Und auch dort wird entsprechend die USB-Cam ihren Platz finden und zum Einsatz kommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Seid also gespannt. Abonniert den Kanal, liked das Video, wird mir super weiterhelfen und wird mich auch super freuen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing. Ah, oh, erstmal schon Kaffee. Opa. Tür bleibt zu. Oh. Oh mein Kreuz! Puh!